Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde Foundation mit dem Voucher ins Mittelalterle. Karenga, da läuft alles vor sich hin, Leute. Ich sehe gerade, dass die Weizenfelder hier langsam erblühen und zwar so, wie wir es ja eingezeichnet haben. Wir haben drei Hauptprojekte momentan laufen. Einmal den Bergfried, da wird dran geschafft. Dann haben wir hier oben angezeichnet unser Herrenhaus und da hoffe ich natürlich sehr, dass wir das Herrenhaus bald fertig haben. Ich würde das auch gerne priorisieren, damit wir schnellstmöglich den Brunnen bekommen hier in diesem Bereich. Da hätte ich unheimlich Lust drauf und worauf ich auch Lust hätte, wäre eigentlich die Jagdhütte. Da brauchen wir 15 Prunk, 5 haben wir. Und ich glaube, dass wir am Bergfried ein bisschen was erweitern können, um den Prunk hochzuschrauben. Müssen wir mal schauen. Ich habe die Skalierung hier ein bisschen zurückgesetzt wieder, damit ich eben auch die ganzen Dinger sehe, wenn ich sie aufmache. Wir hatten ja gestern das Problem in der Folge, dass ich nicht mehr alles einsehen kann. Hatten wir nicht auch am Markt was gemacht? Haben wir das schon angeschaut, Leute, gestern? Hier ist unser Markt und da wird auch noch gebastelt. Das müsste jetzt aber final sein gleich. Da drehe ich uns mal schön hin, dass wir das sehen. Unsere Markthütten. Bämsle. Schöne Geschichte. Lappt etwas ineinander. Aber es ist auf jeden Fall fertig. Und wir haben durch den Markt Prunkpunkte bekommen. Wo haben wir die nochmal gekriegt, Leute? Ich glaube hier, ne? Kann das sein, dass wir die hier drinnen bekommen haben? Ich müsste mal kurz auf Markt editieren gehen, dann sehe ich es nämlich. Hier war das Problem unter anderem, dass das zu lang war gestern, ne? Pass mal auf, wenn ich nämlich hier mache, dann bekomme ich tatsächlich 2 Prunk auf die Geschichte hier. Und da geht es dann weiter, wenn wir 20 Prunk haben. Wenn wir 20 Prunk haben, können wir hier drin wirtschaften. Die größere Schatzkammer, Vogtbüro, da bin ich mal gespannt. Aber das ist mir jetzt momentan nicht so wichtig, ne? Ich prüfe mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Haben wir alles? Sieht gut aus. Die Leute hauen nicht ab. Unser Geldspeicher wird natürlich Zeit, dass wir den erweitert kriegen. Haben wir ja angebaut am Herrenhaus oben, ne? Es wird halt Zeit, dass das Herrenhaus auch gebaut wird. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben nämlich eine zweite Geschichte hier noch laufen. Die wird auch demnächst fertig werden, Leute. Die zweite Weizenfarm, damit wir da auch wirklich genug Brot für unsere Leute haben. Im Moment ist nämlich da nicht wirklich viel, ne? Ich guck mal kurz rein. Ein Brot. Verkauft haben wir 3 diese Woche. Wo hängen die ganzen Brote rum? Hier, da sind 87 Weizen drin. Die Mühle steht ständig eigentlich nur still. Sind die Laufwege da wirklich so lang wahrscheinlich, dass der hier durch muss jedes Mal, ne? Dann wird es Zeit, dass das Teil hier fertig ist. Vielleicht setze ich uns einfach eine zweite Mühle dann hier unten noch hin. Und dann kann das ganze Ding hier normalerweise vor sich hin wirtschaften. Das ist eine Weizenfarm. So habe ich es mir vorgestellt. Das passt also. Gut, Leute, ich gehe mal auf dreifache Geschwindigkeit, dass wir auch innerhalb der Folge so ein ganz kleines bisschen noch was erleben können heute. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht hier. Ansonsten wäre für mich die nächste große Aufgabe. Ich habe ja gesagt, links Karenga, rechts soll das Dörfchen Pazenga entstehen. Das heißt, wir haben momentan alle Gebiete bis auf dieses hier und das wird das Dorfgebiet werden, ne? Ich kaufe es jetzt einfach, Leute. So, jetzt habe ich es gekauft. Ich müsste mal fast durchgucken. Was haben wir denn da hin? Guck mal, hier haben wir tatsächlich. Ich werde dem König helfen. Ich behalte jetzt erstmal nochmal alles für mich. Wir haben hier ein Abbaugebiet für Blumen und wir haben einen Steinbruch. Und ich möchte so gespiegelt wie möglich die Dorfmitte auch hier mittig anlegen. Und in der Dorfmitte soll dieses Mal ein Brunnen sein. Wir können ja schon mal anfangen. Solange wir ein bisschen Geld haben, fangen wir einfach mal an, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall einen Brunnen. Und zwar, warte mal, ich muss kurz das Territorium anzeigen, sonst wird es nichts. Ungefähr hier. Hier soll praktisch die Dorfmitte sein. Und ich möchte in der Mitte vom Dorf einen Brunnen haben. Punkt. So. Dann fangen wir mal so an. Um den Brunnen herum werde ich auf jeden Fall Marktstände kreieren. Und darum dann Wohngebiete. Und jetzt pass mal auf. Das soll auch hier alles Abbaugebiet sein, ne? Das würde bedeuten, ich mache das mal so. Jetzt werden wir halt gleich sehen, ob das überhaupt aufgeht, was ich hier mache, weil das ist sau weit weg von unserem Dorf. Und momentan leben ja unsere Leute im Dörfchen, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt Sinn macht, dass ich hier drüben einen zweiten Stadtteil anfange oder nicht, ne? Probiert habe ich es im Vorfeld natürlich noch nicht. So, pass auf. Dann kommen hier die Marktstände hin. Ich mache mal das komplett zum Abbau. Da bringt tatsächlich jemand was vorbei. Leute, die kommen schon den Brunnen aufbauen. Guck mal. Ist bestimmt Mary. Mary läuft nämlich mit. Mary? Bist du's oder bist du's nicht? Sieht jemand den Namen? Ich finde den Namen. Victoria war das. Bestimmt eine Nachfolgerin von Mary. Okay, wie viel braucht es jetzt hier noch? Ja, die bringt jetzt dann den Brunnen. Dann machen wir um den Brunnen den Markt. Da würde ich dann auch jetzt kein Wohngebiet einzeichnen. Aber wir brauchen hier natürlich ein Wohngebiet. Und da würde ich jetzt sagen, Leute, fangen wir mal an. Aufforsten muss ich hier erstmal nicht. Abbauen habe ich erlaubt.
Wohngebiete. Lass uns hier einen Halbkreis hinmachen. Hier einen Halbkreis. Hier dann einen Halbkreis. Okay, den würde ich tatsächlich noch so ein bisschen aufbohren. So. So. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil da ist nämlich auch der Steinbruch. Die bauen schon. Die bauen schon, Leute. Aber die haben natürlich hier noch nicht viel. Aber ja, guck mal, es verzieht sich das Dorf langsam dann hier rüber. Finde ich super gut. Und damit wir jetzt hier auch gleich entsprechend einen Markt, da baue ich meinen eigenen Markt hin. Die müssen wir übrigens auch probieren, die Steinmauern und die Hecken und so Geschichten, ne? Pass mal auf, wir bauen uns hier gleich einen Markt hin. Und zwar nur mal für Futter, würde ich sagen. Lass mich überraschen, ob das geht, werden wir sehen. Markt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Lebensmittelstand. Und den würde ich tatsächlich. Den würde ich tatsächlich so hinmachen. Dann brauchen wir einen Warenstand. Die sollen ja auch nicht hier ohne Klamotten. Den würde ich tatsächlich. Ich mache das jetzt mal ein bisschen weitläufig. Ich bin mal gespannt, ob das hinhaut. Den würde ich so hinbauen. Und dann braucht man noch einen Lebensmittelstand für Brote, ne? So, vom Abstand her würde ich sagen so. Jetzt baue ich das erstmal. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufs Geld achten, dass ich mich hier nicht übernehme. So, meine Lieben. Pazenga entsteht. Karenga und Pazenga. Und jetzt kommt auch, was ich die ganze. Oh, ist das fertig gebaut? Da muss ich Bauern zuweisen. Ah, Female, jetzt sind ihnen die Namen schon ausgegangen hier, ne? Ist ja der Hammer. Okay, jetzt muss ich gucken, ob jeder einen Job hat. Nicht, dass da Gebäude fertig werden und ich habe vergessen, dann was einzutragen. Hier zum Beispiel. Einer ist weg. Jetzt muss ich es nochmal neu aufmachen. Nicht, dass da irgendwas verrutscht. So, meine Lieben. 22213131. Hier. Lebensmittelstand. Das sieht so aus, als wäre sie zugewiesen. Naja, verlasst mich ruhig. Ist kein Problem. Lagerhaus. Da haben wir das Lagerhaus schon mal wieder gerichtet. Ein Marktmitarbeiter zugewiesen. Hier muss ich einen zuweisen. Ja, momentan hauen jetzt viele ab. Das ist klar, weil da drüben fehlt es an allem. Das ist aber nur vorübergehend, ne? Das wird besser. Alles wird besser werden. In Karenga und Pazenga. Guck mal, die Weizenfelder werden hier angelegt. Genau wie ich es eingezeichnet habe. Landwirtschaft, super Muchzistis, super. Guck dir das an. Das sind so kleine Feinheiten. Ey, was mich jetzt wundert, ist, dass sie den Weg hier nicht weiter durchgezogen haben, ne? Aber gut. Aus Fehlern lernt man. Wir werden natürlich hier noch weitere Felder anlegen. Ich kann die schon mal einzeichnen. Da kommt wahrscheinlich auch noch eine Landwirtschaftshütte dann hin. Erstmal erlaube ich den Abbau jetzt hier dann komplett. Ja? Hier dürfen sie komplett abbauen. Einmal, dann kannst du das hier gleich mit reinnehmen. Dann ist es einmal komplettes Abbaugebiet. So, meine Lieben. Da drüben, ja, geht nur. Die kommen auch wieder. Es gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauer. Es gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauer? Erzähl mir doch nichts. Hier ist alles voll mit Landwirt. Ach, die haben zu wenig. Kein Problem, Diggerle. Weil ich will ja tatsächlich, dass die Leute hier rumlaufen und dann sollen die entsprechend hier das weiter anlegen. Hier und hier. Jetzt hast du Bereiche. Jetzt kannst du Gas geben. Ja, sehr schön. Die Mühle läuft. Das ist schon mal gut, Leute. Ne? Hier haben wir eingelagert immer noch die 87 Weizen. Da weiß ich nicht, ob da alles richtig ist. Hier fängt es jetzt langsam erst an. Die Mühle. Und wie sieht es beim Brotbäcker aus? Ich glaube, der Brotbäcker hat momentan halt einfach das Problem, dass da nichts geht. Ich brauche noch eine Mühle. Wie würde ich denn das jetzt machen, dass das später einigermaßen ist, wenn ich das hier mal angezeichnet habe? Ich würde tatsächlich hier wahrscheinlich später noch ein Bauernhaus reinsetzen. Lass mich mal überlegen, wie ich das am besten haben will. Lass mich mal kurz überlegen. Das machen wir dann später, wenn es soweit ist tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken. Hier geht ja auch nichts, ne? Jetzt priorisiere ich das nochmal. Ist es jetzt priorisiert, weil es ausgelegt ist? Ich muss das nämlich ab und zu auch mal prüfen hier, ne? Boah, das da oben dauert halt eine Weile. Bretter sind mittlerweile auch Mangelware. Das heißt, ich könnte fast ein Sägewerk da drüben einrichten, bei der Sammlerhütte, die ich da noch hinmachen will. Das werden wir tun, Leute. Pass mal auf. Wir werden uns hier, geldmäßig sind wir nämlich super noch unterwegs, wir werden uns hier
eine Sammlerhütte anbauen. Und zwar so nah wie möglich am Sammler-Dings dran. Erstmal eine. Oder was kosten die? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, Leute. Sammlerhütte. Ne, wir bauen uns noch eine zweite gleich hin. Hier eine Sammlerhütte hin. Ne? Dann haben wir die Geschichte. Steinbruch mache ich dann später. Hier wohnen die Leute. Hier ist der Brunnen, der Markt außenrum. Sammlerhütte. Und dann würde ich fast sagen. Oh, ist das schön. Das wird gut. Ich hätte gerne noch einmal eine. Warte mal, ich muss gucken. Holzfäller, Sammlerhütte, Steinmetz, Sägewerk, Brunnenlagerhaus, Holztor. Sägewerk war es, ne? Stellt Bretter aus Holz her. Dann werden wir hier ein Sägewerk hinmachen. Ich würde aber fast sagen, wenn dann nachher die Landwirtschaft hier ist, möchte ich das Sägewerk da drüben haben. Ich drehe mal ganz kurz die Map rum. So, naja, wunderschön. Das Sägewerk soll hier reinkommen. Lass mich mal kurz gucken, wie machen wir das so? Setze ich hier schön in den Wald rein. Dann haben wir hier ein Sägewerk drin. Und Holzfällerlager muss natürlich auch noch rein. Das setzen wir dann hier hin. Holzfäller, Sägewerk. Also das passt. Das zieht sich natürlich jetzt hier ein bisschen weiter. Ach Gott, ist das schön von der Ansicht. Guck mal, das Dörfle hinten drin. Hier dann Stadt, hier Landwirtschaft, hier dann Stadt, Sägewerk, Herrenhaus, später das Schloss. Dann werden wir hier wahrscheinlich noch eine kleine Kirche hier hinzwirbeln. Der läuft hier durchs Dickicht. Hast du gerade gesehen? Hast du es gerade gesehen? Der hupft da irgendwo rum. Okay, ein Forsthaus würde ich natürlich jetzt hier ebenfalls noch hinsetzen. Vielleicht sogar hier irgendwo. Na, das sieht doch auch nett aus. Ich baue hier das Forsthaus hin. So, Leute. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Holzgeschichte am Laufen. Dann wird auch das mit den Brettern wieder. Ich werde wahrscheinlich einen Lagerturm hier brauchen auf der rechten Seite, aber das können wir dann machen. Momentan ist ein Gewusel. Die Leute sind natürlich momentan nicht glücklich. Das kommt aber wieder, sobald das Brot sich mal eingefahren hat. Und da stimmt aber irgendwas nicht, ne? 5 Mehl, 4. Vielleicht brauche ich tatsächlich noch einen Bäcker. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, die sammeln. Die sammeln. Habe ich Weizen auf Bevorraten gedrückt? Jetzt muss ich direkt mal gucken. Wenn ich bevorraten. Jetzt wird er bevorratet. Jetzt mache ich es weg. Ich habe das Gefühl, dass mein Weizen nicht mehr ankommt. Wir werden auch immer weniger Leute. Zwei gehen, zwei kommen. Fluktuation ohne Ende. Ich würde jetzt echt mal interessieren, warum hier der Weizen. Vielleicht haben die keinen Zugang. Soll ich uns hier unten auch mal noch eine Mühle hin? Doch, jetzt läuft sie doch wieder, ne? Wir machen uns einfach noch eine Windmühle. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich 1000 Gebäude am Laufen habe. Aber eine Windmühle müssen wir noch, ne? Ich würde tatsächlich zu jedem Ding eine Windmühle setzen. Pass mal auf, Windmühle. Die würde ich in die gleiche Richtung zeigen lassen, dass es einigermaßen nach was aussieht. So, die Windmühle ist klar. Und jetzt gucke ich mal durchs Abwandern, wie es eigentlich hier aussieht. 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 0 hier. Und Schäfer fehlt uns. Hier machen wir erstmal noch nichts. Schäfer habe ich zugewiesen. Ein Steinmetz fehlt uns. Das ist auch erledigt. Ist wieder einer abkauen. Der Steinmetz. Vielleicht wollen die. Guck mal hier, Holzfällerlager. Können wir gleich mal drei Dorfbewohner zuweisen? Ist das auch erledigt? Sieht momentan so aus, als wäre jetzt überall alles da, ne? Hier noch ein Weber. Ja, viel mehr Leute haben wir jetzt bald gar nicht mehr. Jetzt hat bald jeder einen Job wenigstens, ne? Lass mal kurz gucken auf der Leuteliste, wie viele Arbeitslose gibt es denn jetzt hier noch? Das kann man nicht ziehen, ne? Hä, guck mal, das hält sich in Grenzen, ne? Je weniger Leute du hast, desto mehr haben Arbeit. Wieder einer weg. Ja, das muss ich jetzt wieder einpendeln. Ein Bäcker ist abgehauen. Alter. Das ist natürlich jetzt echt bescheuert. Jetzt ist wieder ein Marktstand, ist fertig bearbeitet worden. So, Leute. Jetzt müssen wir eigentlich mal rüber gucken. Wie lange dauert denn das hier noch? 61 von 80 sind gebaut. Was macht mein Geschichtel hier oben? Da dauert es natürlich. Aber wir haben jetzt hier bald eine Holzproduktion. Da müsste das schneller gehen, ne? So. Karenga läuft. In Anführungszeichen. Pazenga fängt an, sich langsam zu entwickeln. Die Marktstände. Slot 1, Slot 2 für Waren. Dann würde ich sagen, einmal Beeren, einmal Brot und T-Shirts. Dann haben wir hier schon mal das Warenangebot. Wir haben dabei die Holzgeschichte am Laufen.
Jetzt will ich mal überlegen. Essen, trinken, Brunnen haben sie ja, außenrum wohnen sie. Das wird langsam. So, jetzt kommt es halt drauf an, ob wir es schaffen, dass die Brotproduktion bei uns wieder richtig anläuft. Verkaufen die denn überhaupt Brot momentan? Momentan nicht, ne? Das heißt, wir brauchen entweder noch einen Bäcker. Entweder brauchen wir noch einen Bäcker. Die Windmühle hier ist im Bau. Den Bäcker würde ich aber tatsächlich dann hier drüben ansetzen, ne? Ich habe ja vor, dass wir. Hier würde ich dann tatsächlich das Bauern. Das machen wir jetzt einfach, Leute. Bis jetzt haben wir ja genug Geld. Der Geldspeicher dauert noch eine Weile. Ich würde sagen, wir machen uns hier eine Weizenfarm hin. Und zwar hier so rein. Die Weizenfarm. Natürlich entsprechend eine Windmühle dazu. Direkt nebendran. Habe ich die jetzt? Ah, ich habe kein Geld mehr. Sehr schön. Endlich geht mal das Geld aus. So, dann warten wir halt. Dann warten wir halt. Lass mich mal kurz hinscrollen, wie es hier aussieht mit meiner Holzproduktion aus Parenga oder Katzenga oder wie wir wollen. Wir können es eigentlich so nennen, wie wir wollen. Bärenbüschemäßig, ist klar. Wartet auf einen Baumeister. Ich könnte uns natürlich in der Zeit mal kurz noch einen Baumeister vielleicht machen, ne? Ich meine, machen wir mal noch zwei Stück dazu. Sollte doch normalerweise Sinn machen. Werkzeugzukauf läuft noch. Den habe ich ja erhöht das letzte Mal. Das läuft. Hier müssen wir eine Kirche hinbauen, ist klar. Es fehlt natürlich an Futter, aber das liegt echt am Brot. Da ist momentan nicht viel los. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Brotslot-technisch, ob da irgendwas ist, was ich verbessern kann. Nicht wirklich, ne? Ich muss einfach mehr Brote herstellen. Jetzt haben wir mal wieder 9 da oben in der Queue. Bin mal gespannt, wie lange es geht. Wie viel Glaubensprobleme haben wir denn? 3. Damit lebe ich jetzt einfach mal, bis sich das eingependelt hat. Es gehen halt immer wieder Leute, ne? Ja, da müssen wir durch, Leute. Das werden wir jetzt so lange hinpendeln, bis es soweit ist. Das kannst du wegmachen, den brauchen wir nicht. So, ich gucke hier durch. Soweit, wie ich das jetzt hier überblicke, müsste alles soweit okay sein. Oh, kaum bin ich raus aus dem Menü, hauen wieder welche ab. Kommen welche, gehen welche. Aber ist okay. Ist nicht, bis es eingefahren ist halt, ne? Weil jetzt sind Arbeitslose gegangen. Da brauche ich nichts umsetzen. Bergfried, wie lange braucht der noch? 75, also den Bergfried kriegen wir vielleicht heute in der Folge zu sehen, meine Lieben. Wäre ja schon was. Virginia ist der Baustelle zugewiesen, das ist gut. Dann holt die hoffentlich die letzten 5 Bretter. Brettertechnisch dauert es noch eine Weile, bis sich das da hinten eingefahren hat, denke ich mal, ne? Lass mich mal kurz gucken, ob der Markt hier schon anfängt. Diese Woche wurde nichts verkauft. Es sind Mitarbeiter zugewiesen, soweit ist alles in Ordnung. Ja, das muss ich ja noch einpendeln hier, ne? Das ist noch nicht so weit. Die Sammlerhütten, die sind belegt. Die Frage ist nur, sammeln aber keine Leute hier, ne? Vielleicht sind, ah doch, die sammeln schon. Ich muss hier auch noch ein Lager hinsetzen. Das würde ich auch noch machen, Leute. Dass wir hier noch einen Lagerturm aufsetzen, weil Geld haben wir nämlich wieder. Ein Lagerhaus. Ich würde das Lagerhaus allerdings hier so reinsetzen. Hier so. So, Leute. Es läuft doch. Okay, 66 Leute haben wir. Die Zufriedenheit steigt langsam wieder. Das Essen und das Trinken ist das Problem. Wir hatten Brote, deswegen hat es jetzt hingehauen, ne? Okay, dann würde ich das jetzt einfach mal so laufen lassen eine Weile. Wir müssen jetzt gucken, dass ich es einpendel erstmal. Wir haben, mich nochmal die Zuweisung anschauen, wir haben hier hinten praktisch jetzt nochmal eine Windmühle gesetzt und eine, hier, wie hieß das Teil nochmal? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Eine Weizenfarm, entschuldigt. Also, wir haben hier eine Weizenfarm, eine Windmühle, wir werden hier auch noch einen Bäcker setzen. Den setze ich wahrscheinlich hier so dazu. Das können wir eigentlich gleich machen. Das ging nur vorhin nicht wegen Geld, ne? Lass mich mal hier noch eine Bäckerei reinbauen. Und zwar recht nah ans Örtchen. Vielleicht eher hier. Wobei, dann kommen hier die Weizenfelder. Dann würde ich die Bäckerei hier ransetzen. So. Alles klar, Leute. Also, dann haben wir 2 Bäcker auf dem Platz. Auftrag abgeschlossen. Der Bergfried, Leute. Ich sollte darüber nachdenken, Soldaten auszubilden. Ja, mach mal. Hier ist der Bergfried. Geile Geschichte. 10 Soldaten. Haben wir so viele frei?
Nee, jetzt sind alle Leute von uns beschäftigt, Leute. Wir haben jetzt alle in Arbeit. Der Bergfried. Kann ich den jetzt noch ausbauen? Zierfahne. Ich glaube, das haben wir ja oben drauf gesetzt. Zierfähnle. Trainingspuppen haben wir gesetzt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Wohnhaus fertig. Sägewerk fertig. Jetzt läuft's bald. Hast du das gesehen? Bämsle! Hause weg! Hause um! Ist das gut? Ist das gut, Leute? Pass mal auf, beim Bergfried muss ich mal kurz was gucken. Nicht Herrenhaus. Schalte hölzernen Bergfried frei. Schalte Jagdhütte frei. Hölzerner Bergfried demnächst verfügbar. Bedingungen sind erfüllt. Ich bin... Was? Waffen? Waffenschmied. Ich denke mal, dass das alles hier in dem Zusammenhang gebaut werden kann, ne? Natürlich müssen wir noch mehr Soldaten reinhauen. Wir haben aber keine Leute momentan. Das ist aber okay soweit. Alles klar. Also, soweit habe ich es mal aufgebaut. Karenga läuft hier langsam aus. Felder. Dann hier so ein bisschen die Armee. Und drüben dann Pazenga. Ich habe gerade gesehen, dass da oben gebastelt wird heute. Das geht jetzt natürlich dann auch schneller, weil jetzt andere Sachen schon mal fertig sind, ne? Okay, was haben wir hier am Eck? Soll ich uns noch... Das mit den Schafen läuft, glaube ich. Also die Shirts, die laufen. Die verkaufen wir sogar ab, ne? Deswegen haben wir ja auch ständig Knete, weil das läuft. Gut, die Gebäude, da müssen wir jetzt abwarten. Dorfbewohnerliste, jetzt gucke ich mal, ob noch wirklich... Okay, uns fehlen Soldaten. Die Sammlerhütte hier ist nicht... Da muss ich Soldaten wegnehmen, ne? Mache ich halt jetzt. Das mache ich jetzt, weil das geht mir jetzt vor. Sammlerhütte. Okay. Dann ist da soweit alles klar. Wir brauchen später... Oh, hier ist Sägewerk. Okay, da muss ich warten, bevor ich Soldaten anstelle. Ich muss die wegmachen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Kurzer Moment. Ich gehe mal eben nochmal auf... Hölzerner Bergfried. Also es, irgendwie scheint es verbuggt zu sein, hier das Feld. Keine Ahnung, Leute. 68 sind wieder Leute dazugekommen. Ich muss halt schauen, dass wirklich die Arbeiter da sind, ne? Zum Beispiel habe ich hier im Sägewerk jetzt 3 Leute drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir weniger Soldaten. Die baue ich dann nach und nach auf jetzt. So, das läuft. Momentan ist jeder im Job. Die Zufriedenheit hoffentlich wächst die bald. Ja, das wird schon. Das wird schon. Kleines zusätzliches Dörfle hier. Wurde nichts verkauft, aber guck mal. Die ersten Sachen werden eingelagert, ne? Dann verkauft die auch bald was. Okay, das halten wir im Auge. Wie gesagt, es muss nachher ein wunderschönes Stadtbild abgeben, dass diese beiden Dörfchen getrennt sind durch den Bergfried und durch die Bauern. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich lasse es jetzt... Haben wir es auf dreifache Geschwindigkeit gehabt, ne? Es braucht halt, bis sich's entwickelt hat. Hier zum Beispiel fehlt uns nicht mehr viel. Dann ist die nächste Windmühle fertig. Dann haben wir hier die Hälfte schon von der nächsten Weizenfarm. Ich behalte nochmal alles für mich. Demnächst nehmen wir auch wieder Aufträge an. Die Weizenfarm ist da. Wir gehen nochmal ums Bergchen rumschauen kurz. Hier oben natürlich ganz klar auch bald erledigt. Unser Herrenhaus. Hier die Schreinerei. Also Sägewerk. Dann haben wir hier die Holzfäller. Ich könnte jetzt noch zum Auffasten... Habe ich den schon belegt? War der schon da? Das ist die Sammlerhütte. Die machen ihr Ding. Da kann ich aber 3 Stück setzen, ne? Geldmäßig wäre es auch kein Problem. Komm, wir setzen noch eine Sammlerhütte, Leute. Je mehr Bären und so Zeugs da gesammelt werden, desto besser. So. Ein Gesandter bittet um eure Audienz. Das weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Ist er das? Erledigt ihr euren Teil. Der Krieg kommt. Wir sind vorbereitet und werden eigentlich freuen, wenn wir ein paar helfende Hände hätten. Am besten mit Schwertern oder Äxten. Wie wäre es, wenn sie uns einige ihrer Truppen zur Hilfe schicken? Ich werde meine Truppen sofort einsetzen. Nein, meine Soldaten dienen nur mir. Kriegen wir wahrscheinlich Ärger. Aber ich habe ja noch nicht so viele Soldaten. Was soll ich in dem jetzt großartig schicken hier, ne? So, meine Lieben. An der Stelle mache ich jetzt Schluss. Demnächst kümmern wir uns, wenn das mal alles ausgebaut ist, was jetzt auf dem Platz ist, um die Zufriedenheit der Leute. Die ersten Brote sind wieder da, da steigt meistens dann auch die Zufriedenheit. Wir kriegen unser erstes Lächeln. Dann kümmern wir uns hier um eine kleine Mini-Kapelle. Und dann sind die so ein bisschen autark voneinander.
Ja, die Dinger werden immer krasser, ne? Ich bin gespannt, ob das Konzept aufgeht. Ich speichere jetzt ab und freue mich auf die nächste Runde. Morgen mit euch um 18 Uhr bin ich wieder da. Bis dann.